Hallo liebe Leute, ich bin jetzt hier am Flughafen Hamburg und ja, für mich geht es heute von hier nach London und ja, jetzt müssen wir zum Gate B46 gehen, glaube ich. Und schaut mal. Bitte alle Passagiere des Fluges LX1057 nach Zürich zum Gate C07. Swiss International Airline requests all passengers on flight LX10572 Zurich to come to gate C07. Schaut mal, da sind ganz viele Leute und die fliegen alle nach Dubai und hier ist auch schon das Flugzeug bereit. Gateänderung für Ryanair Flug FL1517 nach London Stansted. Neues Abfluggate ist W53. Please note that there has been a gate change for Ryanair flight FR1517 to London Stansted. Your new departure gate is B52. Okay, das ist sogar unser Flug. Also das Gate hat sich geändert und jetzt bin ich hier bei der Passkontrolle. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann danach wieder. So, jetzt sind wir schon durch die Passkontrolle durch und jetzt warten wir hier auf unser Flugzeug. Und heute regnete schon den ganzen Tag, wie man hier vielleicht an der Fensterscheibe sehen kann. So, ach ja, und das ist das Flugzeug, welches nach Dubai fliegt, wo wir vorhin schon die Leute gesehen haben, wo ganz viele ja gewartet haben, dass sie rein können. Sogar die Piloten von hier so entscheidet. So, das Flugzeug hier fliegt, glaube ich, nach London Heathrow.
Guten Tag, meine Damen und Herren, in der Vorbildschaft und dabei heute Deutsche Partner zeigt, wir sind zurück auf die Wirtschaft zu B9-Diversität knapp an der Lieferanflugcheck B47. Wir werden voraussichtlich in den nächsten 5 bis 10 Minuten mit dem Einsteigen im Ausgang B47 beginnen. Das Einsteigen wird nach Gruppen, die jeweils individuell auf ihrer Bordkarte abgebildet ist. Bedenken Sie Ihre Bordkarte wie Ihren Reisepass für eine letzte Inspektion hier im Ausgang B47. Ihre Daten bereit. Aufgrund der gespielten Ankunft zögert sich unser Abflug heute leider auf 15:35. Wir sind natürlich in der Zwischenzeit, aber wird diese Abflugzeitung zu entschuldigen. Vielen Dank. Wenn Sie immer noch bei der Publish Apps und Abo heute kommen, war das vollkommen. Publish Apps heißt B895, sondern in Interpol geht B47. Publish Apps ist dort vor den Exit for the Flight. Approximately in the next 5 to 10 minutes. We'll board this aircraft in group order. You will find your group number on your boarding pass. Please have your boarding pass and your passport ready for my last inspection. Please open your passport on the photo page. Unfortunately, we have to take our flight. It's been delayed for around about 15 minutes due to late arrival for our aircraft. On behalf of which we would like to apologize for the delayed boarding pass flight. Thank you. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie zudem, dass Sie erst dann einsteigen können, wenn Ihre Boarding Group aufgerufen wurde. Bleiben Sie bitte so lange sitzen, bis Ihre Boarding Group aufgerufen wurde. Vielen Dank, Herr Leitzschirr. Und please keep in mind, your only component in Boarding has been called. Please remain seated until your group is called. Thank you. So, das Gate füllt sich schon langsam und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt erstmal hier an dieser Stelle und wir warten noch auf unser Flugzeug.